Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Ja, ich glaube schon. Kalte Weite nicht hinzuhauen, wa? Das Wasser sieht aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Oh, wow. Seltsame Überreste. Gruselig. Sieht nach Flügeln aus. Naja, wenn aber hier die Nachtfalter vorher gelebt haben. So, sonst noch was zum Angucken? Eine Plane, die kann ich anfassen. Defektes Funkgerät, das kann ich auch benutzen scheinbar. Noch eine Plane. Die Antenne kann ich mir noch angucken. Ganz eingefroren. Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Komm, ich rede mal mit dir, damit du Gesellschaft hast. Scheint dir nicht hinzuhauen, darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Nein, ich bin wirklich da. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Na sowas. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... heute ist Weihnachten? Na dann, fröhliche Weihnachten, ne? Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Oh. Da wollte ich nicht nochmal drauf. Ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, das hätte ich mir ja denken können. Ja, das klingt alles sehr plausibel, Jerry, ne? Das musst du zugeben. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? So, hier ist das Funkgerät. Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Oh, oh. So, was ist hier? Ein Akkublock. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. Soweit war ich auch schon. Sieht wohl so aus, hm? Okay, hier war noch eine Plane. Was gibt's hier zu sehen? Eine Kiste mit Lichterketten. Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. Ja, es ist ja Weihnachten. In Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht anlocken. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Wir helfen dir. So, leere Kiste. Auf der Kiste So, das sieht doch hier ein bisschen aus wie ein Tannenbaum, oder? Möchte der vielleicht noch ein bisschen wachsen? Nichts. Da ist wohl nichts. Nein. Aber ich kann ja schon mal die Lichterkette hier drum machen, oder? Dann sieht das ein bisschen weihnachtlich aus. Das ist ein bisschen komisch jetzt hier im Sommer oder Jetzt Spätsommer. Sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Hey, alles wird gut. Jetzt tun wir den Stecker noch da rein. Und jetzt? Hier. In den Akkublock. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Ja, aber jetzt muss der nur noch funktionieren, ne? Also da steht, dass die Strom... So. Ach, verdammt. Ich hab da so eine Idee, ne? Wie komme ich wieder zurück hier? Dieser tolle Gott kann da doch nochmal vielleicht einen Blitz drauf schleudern. Jetzt sehen wir auch von hier vorne den Tannenbaum mit Lichterkette.
Sehr schön. So, was für ein Gott bist du denn überhaupt? Hä? Was für ein Gott? Das soll sich... Bam! Tada! Oh, die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Der Blitz muss den Akku wieder aufgeladen haben. Yippie! Nein, du bist ein richtig guter Gott. Danke. Weil ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Lieber Gott. Tada! Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Oh. Die ganze Familie ist hier bei mir und schön einfach nur glücklich zu wissen, dass es dir gut geht, hörst du? Genau wie ich. Aber ich habe versprochen... Hey, erinnerst du dich an diese Worte? Hoffnung ist eine Kerze, ein Licht im Fenster. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Genau. Ich weiß, dass es zurzeit nicht leicht ist. Aber zumindest hast du noch Hoffnung, oder? Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Schön. Oh. Der Wal. Oh. Wir haben noch so Polarlichter hier. Wow. Was zur... Marie, der Wal. Er ist hier. Was soll ich tun? Mach ein Foto, du Dumm. Genau, mach ein Foto. Hallo? Der Polwal, hallo. Ich kann leider keine Walisch. Ich bin nicht Dori. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ach so? Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Oh. Na, das ging ja einfach. Und jetzt sind wir ein richtiger Zauberer, der alle Zaubersprüche kennt. Du hast einen Zauber gelernt. Hoffnungsschimmer. Oh, das klingt schön. Ich wollte zwar immer mal hier Feuerbälle werfen oder irgendwas Cooles, aber... Ach, naja. Gut, dann kann ich jetzt Hoffnung bringen, scheinbar. Hoffnung. Licht in der Dunkelheit. Ah. Errungenschaft. Musterschüler. Jetzt habe ich alle Zauber gelernt. So. Und, geht's dir gut jetzt? Es ist unglaublich! Siehst du, es hat sich doch gelohnt. Frohe Weihnachten, Alice. Frohe Weihnachten! Und allen ein Wohlgefallen. Ja, frohe Weihnachten. Das Ding scheint kaputt zu sein. Na, gerade ging's aber noch, ne? Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich hab... Gut, dann. Wow, das sieht wunderschön aus. Schöne Polarlichter. So, habe ich noch irgendwas übersehen? Glaub nicht. Na gut, dann gehen wir zurück nach Mauswald und berichten dem Marquis, dass ich jetzt endlich meine Ausbildung abgeschlossen habe und es zum Wipfelfest kommen kann. Hey, das wäre doch gut, oder? Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Bestimmt, Jerry, bestimmt. Aber erst feiern wir noch ein bisschen Wipfelfest und dann wird hoffentlich alles gut. Oh. Hi, ich bin zurück. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Vor wem? Aber das ist doch der Marquis de Hotot. Marquis de Hotot. Marquis de Hotot. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Oh oh. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Okay, die scheinen sich nicht so zu... Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben.
Wir ziehen fort. Und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Tschüss. Jerry, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin an einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleine. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Hört er das? Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Das klingt echt nicht gut. Was hat das zu bedeuten? Was ist mit dem Marquis? Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine 4 Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Oh oh. Ist das hier eigentlich dieser Zaroff, der seine Plakate in die Wand haut? Nein. Nein, das... Das... war der letzte Nagel. Ich... Oh nein! Du musst den Bann brechen. Okay. Du allein kannst ihn aufhalten. Zauberlehrling. Gruselig. Oh nein! Er hat mich allein gelassen. Naja, ist ja nicht das erste Mal. Ich will nach Hause! Aber diesmal scheint er ganz weg zu sein. Oh. Tschüss, Jerry. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ich bin wieder groß. Ich bin wieder zu Hause. Warum steht da ein Kühlschrank? Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Hm. Oh Mann. Aber... Was ist denn hier passiert? Das ist eine gute Frage. Was ist hier passiert? Stechend riechende Kühlschränke. Was? Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, Jerry. Was? Wer? Und? Und der Tümpel sieht auch nicht mehr so gut aus. Der stinkt ja noch mehr als sonst. Stechen wie Mamas Putzmittel. Oh je. Der Pilzkreis ist noch vorhanden. Ist da sonst noch was zu sehen? Etwas Neues? Nee. Oh Mann, was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Ich wette, dieser komische Zaroff ist an allem schuld. Vielleicht ist das auch der alte Schüler vom Marquis und der wurde verbannt, weil er ein böser Zauberer geworden ist. Warum sollte denn hier jemand die ganzen Bäume absägen? Was soll das? Mir gefällt das gar nicht. Und du bist auch noch da. Na, wenigstens sind die Statuen noch da.
Die kleinen Statuen sind auch noch hier. Hey, aber ich kann ja jetzt zaubern. Ich kann mit denen reden. Vielleicht wissen die, was passiert ist. Der Baum! Aber der stand hier doch schon immer. Jetzt ist er... Ist er einfach weg. Das ist voll traurig. Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. Was habe ich hier? Juckpulver? Wo kommt das denn her? Cool. Meine Hagebutten sind endlich getrocknet. Ah. Jetzt habe ich Juckpulver. Diese dämlichen Hagebutten sind jetzt doch mal zum irgendwas gut geworden? Naja. Okay. Hoffnung. Grünwuchs, nein. Ich wollte mit dem Fels sprechen. Weißt du, was hier passiert ist, meine Statue? Die ist nur müde, okay. Lärm. Oder vielleicht waren das diese komischen Gestalten aus Mauswald. Mit denen bin ich auch noch nicht durch, glaube ich. Ja, ich bin zurück. Was ist hier passiert? Bisher noch nicht. Ich dachte, ihr könntet mir das sagen. Der andere Mensch? Eine Frau. Meine Mutter? Oh nein. Was ist mit meiner Mutter passiert? Oh oh. Ich traue mich gar nicht zurück zum Haus zu gehen. Hier ist die Mauer. Die Eulenmauer ist noch da. Und die Stadt, die sieht auch echt nicht schön aus. Aber das sah sie, glaube ich, aus auch nicht. Wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Tja. Hier so ein Bagger. Was passiert hier? Sie ist ganz kaputt. Oh. Armes Ding. Was ist dir nur passiert? Weißt du es? Ja, fragen wir die nochmal. Vielleicht weiß sie ja was. Meine Haare. Ich kenne dich auch. Oh. Danke, aber ich wüsste einfach gern, was hier los ist. Kann man noch mit dir reden? Oh. Jetzt tun mir die Statuen schon leid. Vorher fand ich die noch ein bisschen gruselig. Gab's hier auch noch eine Statue, mit der ich reden kann? Nee. Die Kröte ist ja weg. Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause, aber ich habe Angst, was mich da erwartet. Baustelle? Aber hier wohnen wir doch. Baustelle? Was zum Teufel ist hier los? Mama, bist du da? Oh nein! Nein, nein, nein! Was ist hier passiert? Oh oh. Unser Haus. Es sieht alles so anders aus. Wie kann das sein? Mutti! Sie muss doch irgendwo hier sein. Es sieht nicht so aus. Waren wir denn wirklich so lange weg, dass sich jetzt hier alles verändert hat? Dass, wenn ich verzweifelt gesucht wird, Jeremias Haselnuss seit 8 Monaten verschwunden. 8 Monate? Seit 8 Monaten verschwunden? Oh, oh nein!
Oh nein, aber so lange waren wir doch gar nicht weg. Da ist niemand. Mama? Und wo ist deine Mutter hin? Und was ist hier los? Oh, ich weiß es nicht.